In diesem Video wird der TDS Hindernislauf vorgestellt. Als Material brauchen wir Kästen, Matten, Hütchen, Bänke, Hürden, Weichböden und ein Reuterbrett. Die Schüler beginnen mit einer Rückwärtsrolle, anschließend folgt ein Slalomlauf durch die Hütchen, das Rückwärtslaufen über die erste Bank, gefolgt von einer 180-Grad-Drehung, die Hände sind innen am Boden, die Füße auf den Bänken, nach den Bänken folgt die Rolle vorwärts, unter der Hürde durch, Sprungrolle auf den Weichboden, unter der Hürde durch, über die Bank drüber, unter der Hürde durch, über die Bank drüber, unter der Hürde durch, den Kasten überwinden, nochmal unter der Hürde durch, nochmal den Kasten überwinden und fertig.